Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen hier heute Forever Stranded, beziehungsweise nur Stranded. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit mehr. Ich zeige euch kurz hier die Quests. Also wir haben so ein Questbook. Da müssen wir dann hier Basic Survival und Think a Pow machen. Da müssen wir ein bisschen traveln. Und so. Wir fangen jetzt mit Basics Dingens an. Es ist mittlerweile der dritte Versuch, den ich habe, weil bisher ist immer ein Creeper gekommen und hat mich in die Luft gesprengt. Darum möchte ich mich auch hier gerne ein wenig beeilen. Ja, ich weiß. Das müssen wir auch kurz claimen. Claim. Einmal die Loot Chest aufmachen. Legendary. Segmel. Mob Factory Spawner Grinder. Vakuum Chest. No painted. Okay. Wir müssen hier einmal kurz raus. Wir machen das ziemlich nah an der Base, den Baum. Zwar exakt hier. So, bauen das Holz hier ab. Daraus muss ich jetzt erstmal direkt ein Crafting Table machen. Da wie ich das hier ausstellen, muss ich morgen erstmal googeln. Ist immer voll scheiße. So, Crafting Table. Zum Crafting Table machen wir direkt eine Crafting Station, weil dann die Rezepte auch gespeichert werden. So, hieraus machen wir Half Slabs. Hieraus machen wir Wooden Crook und dann Compress it. Damit wir hier so viele Setzlinge wie nur möglich rauskriegen. Okay, es kommt Wind definitiv. Sturm oder so. Oh, scheiße, ein großer Baum. So, wir machen erstmal eine ganz, ganz kleine Base. Und zwar führt die so hier lang. So, hier kommen keine Mobs durch. So, dann können wir hier nämlich auch ein bisschen Holz farmen. So. Die großen Bäume sind echt doof. Oh, ich muss husten.
Da kommen auch unter anderem jetzt Äpfel raus. So. Alter, wie viele Setzlinge da unten liegen. Das geht schon mal sehr gut los. Setzlinge. So, den züchten wir auch mal gerade eben hoch. Aber vorher mache ich hier tatsächlich noch mehr. So. Jetzt haben wir echt viele. So, hier sichere ich dann auch noch mal ab. Und hier mache ich das auch bis da zum Fenster. Ups. Ups, das sollte nicht so sein. Hier wird auch mal bis hierhin so gemacht. Und jetzt kommt da eine Reihe drauf. Und hier kommt bisschen drauf. Hier noch mal. Den gleichen Spaß machen wir dann hier auch. So dass wir hier richtig safe sind. So, jetzt sollten wir so richtig safe sein. Jetzt können wir uns hier, glaube ich, auch einfach hinstellen. Ein paar mehr Saplings machen. Die ein oder andere Quest jetzt nochmal bearbeiten. Und zwar, wenn wir jetzt. Okay, der hier muss definitiv nochmal weg. Und zwar stellen wir den hier hin. Weil, guck mal, ich komme jetzt hier sogar nicht durch. Soweit ich weiß, dürften Spinnen auch nicht durchkommen. Weil die an Slabs, glaube ich, nicht hochklettern können. Und ja, ich brauche aber mehr Holz.
Bevor wir jetzt mit den Quests anfangen. Es steht auf hart. Das Modpack. Okay, und da kommt schon der erste Mob da. Die weiteren seht ihr oben auf der Minimap. Da könnte ich auch nicht reinspringen, oder? Scheiße, die können aber nach da hinten laufen. Da drauf springen. Das hätte ich besser gucken müssen. Ja, ansonsten gehen wir einfach rein. Gott, ihr hört den Sound hier nicht, aber das ist so abartig. Hey, lol. Das wollte ich gar nicht. Item Cheat Mode False. Dann. Also bisher sieht es ziemlich sicher aus. Tatsächlich. Hier können wir nebenbei auch nochmal einen neuen pflanzen. Und ja. Jetzt aber, oder? Stencil Table, ja, genau. So, 16 Stück. Zack, 12 davon nochmal. Und ja. Jetzt aber. Einmal den Stencil Table. Das Schöne. Einen müssen wir uns zurückbehalten. Das hier, so, und die Toolstation, und jetzt gehen wir mal rein. Also Opinions und setzen das alles hier schön hin. Und jetzt sollten wir, wenn wir hier auf die Pattern Chest. Yo. Da ist schon mal ein Fehler drin. Der hier muss mit der Pattern Chest getauscht werden. So und so. Weil der hier auch auf die Pattern Chest zugreifen muss. Oh, verdammt, ich muss mal die Sounds leiser machen. 1%. Gut. Was kann ich denn jetzt noch? Wir gucken jetzt mal in unser Büchlein. Ja, hier können wir noch nichts. 5 Silkworms, gucke Silkworms. Dafür müssen wir 7. Dafür brauche ich noch ein paar andere Sachen. Aber ich würde sagen, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.